gerade so schnell nach oben gerannt. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gefunden habe. Ich bin in den Keller gegangen, um was in einen Kellerraum zu tun, ja? Ich bin ganz schnell nach oben gegangen, als ich das gesehen habe, um die Kamera zu holen, weil ich habe so Angst, Leute. Alter, diese Schritte machen mir richtig Schiss. Auf jeden Fall habe ich was bei der Kellertür bei mir gefunden. Und ich weiß nicht, von wem das ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mein Nachbar sich wieder irgendwie einen Scherz erlaubt oder so. Weil bald Halloween ist oder so, keine Ahnung. Aber ich habe das hier gefunden. Und zwar habe ich diese eklige Box hier gefunden. Alter. Ich weiß nicht, warum sieht die so ekelhaft aus? Was ist das? Kunstblut oder irgendwie rote Spraydosenfarbe? Ey, lustig, ne? Oder noch irgendwie so ein Tape dran. Wem ist diese verdammte Box? Da steht auch kein Name. Ich will die gar nicht anfassen. Alter, ich habe so Herzrasen, das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, ihr könntet das hören. So arg ist es am Pochen. Wem ist das und was ist zum Teufel da drin, ey? Aber irgendwie sieht das auch so mega schlecht aus, irgendwie schon. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass irgendjemand mich pranken will. So kurz vor Halloween und dann so eine Box. Vor allem, ich kann ja mal hochheben. Es fühlt sich relativ leicht an. Steht da irgendwo ein Name? Ich weiß nicht, hier kann man Licht anmachen. Nee. Kein Name, nix. Ich werde jetzt einfach mich trauen und diese Box mit nach oben nehmen und dann gucken wir mal gemeinsam, was da drin ist. Und vielleicht steht da auch drin, von wem das ist. Ich habe jetzt diese Box hier hochgenommen. Um zu schauen, was da jetzt drin ist. Ich weiß nicht, diese komische Farbe färbt total ab. Ich hatte die gerade schon im Gesicht, weil ich die ja vorhin angefasst habe und dann mir ins Gesicht gefasst habe. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Das färbt total ab. Das kann man auch irgendwie wieder abwischen. Ich weiß nicht, was das für eine scheiß Farbe ist. Färben Spraydosen auch so ab? Vor allem, es riecht ein bisschen so danach, als hätte jemand mit einer Spraydose hier irgendwas raufgesprüht. Aber es sieht so gruselig aus, so richtig ekelhaft. Aufzumachen. Und wenigstens bin ich nicht ganz so alleine. Wenn irgendwas passiert, habe ich es auf Kamera. Da kann ich es zwar nicht hochladen, aber egal. Vor allem auch von wie? Dass wenn nicht gleich irgendwas anspringt oder so. Oder irgendwas Ekliges. Oder dass irgendwas Stinkendes. Okay, 1, 2, 3. Hä? Überall ist diese Farbe dran. Was zum Teufel ist das? Ich muss euch unbedingt mal diesen Inhalt dieser Box zeigen. Seht ihr das? Irgendwie Haare, Perücke. Auf jeden Fall ist hier, was ist das, eine Halloween-Perücke drin? Was soll ich mit so einer hässlichen Perücke? Jetzt mal ganz im Ernst, was ist das hier? Wow, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf meinen Kopf setzen will. Wer weiß, ob ich Läuse bekomme, aber ich mach's mal für euch trotzdem. Was ist das? Von wem ist das? Nachher von irgendeinem Ekel. Guckt ihr mich auf? Wow, sehr, sehr gruselig. Wow, super gruselig. So einen Lappen hier reinzutun. Warte, eine Plastikspinne haben wir auch noch. Hier, seht ihr diese Spinne? Davon sind welche im Paket. Hier ist noch irgendwie so ein Spiegel drin. Was ist das für ein Spiegel? Ich weiß nicht, ob ich den anschalten will. Diese Maske ist da irgendwie drin. Was soll das? Ehrlich jetzt, was soll das? Soll ich damit an Halloween rumlaufen oder was? Wer weiß, dass ein Gesicht da drin war? Vor allem, da sind auch irgendwie solche Spritzer von der Spraydose drauf. Also es ist definitiv irgendwie gesprayt worden. Keine Sorge. Ich habe auch schon einen Schock bekommen, aber ehrlich jetzt, das Spray. Erstens ist es komplett noch rot und zweitens stinkt das extremst so nach Lack und Spray. Da hat übrigens jemand einen Smiley drauf gemacht. Toll. Wow. Hier, seht ihr diesen Smiley? Und hier, glaube ich, steht irgendwie Hello oder so. Ich weiß es nicht. Aber egal, ich glaube... Oh, ist das ekelhaft. Wer tut so ein Squishy-Teil hier rein? So ein Anti-Stress-Ball, der so aussieht. Wow, da hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben mit so einer Halloween-Box oder was ist das? Das ist der einzige Squishy, den ich lieber nicht haben möchte, Mann. Das ist so widerwärtig.
widerwärtig. Von der Gedanke. Man weiß nicht, von wem es ist. Das ist das Ekligste an der ganzen Sache. Dann sind hier irgendwie noch so neben diesen Spinnen noch kleine solche Totenköpfe drin aus Plastik. Eine Voodoo-Puppe? Ich meine, die ist schon gruselig. Ist das jetzt eine gute oder eine böse Voodoo-Puppe? Schreibt das mir mal gerne unten in die Kommentare. Hier, seht ihr diese Puppe? Bah, eklig. Ich hatte noch nie eine Voodoo-Puppe in der Hand. Wow, wunderschön. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Da steht echt kein Name, nix, aber... Warte. Hallo. Das ist... Habt ihr das gerade gehört? Was war das? Hat irgendjemand was gegen das Fenster geworfen? Hallo, das ist Carrie, aber es wollte sie keiner mehr haben. Behandle sie gut. Steht hier irgendwie, was ist denn? Hier hängt irgendwie so ein Gelee-Auge dran oder so. Und das ist einfach nur in Küchenrolle eingewickelt und mit Computer geschrieben. Hier, seht ihr das? Das hat irgendwie schwarze Haare, Leute. Ich sag's euch, das ist bestimmt irgendwie wieder so eine eklige Puppe. Carrie? Digga, erst Annabelle und jetzt Carrie oder was? Keiner wollte sie mehr haben, behandle sie gut. Ich will sie auch nicht haben. Ich schwöre, wenn das wieder so eine verfluchte Puppe ist, ne, ich dreh durch. Ich sehe schon gleich. Und es ist wieder irgendwas zum Anmachen. Ja, sehr originell. Ah, das ist so ekelhaft! Ich will nicht noch eine Puppe haben! Oh, ist die hässlich! Die ist noch hässlicher als Annabelle! Komischerweise hat das gerade in dem Augenblick, als ich das vorlesen wollte, am Fenster geklopft. Irgendwie oder was auch immer das war, ich sehe nichts. Oh nee, soll ich die anmachen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich schreie. Hilfe! Ich muss die euch unbedingt mal von nahen zeigen, weil dann seht ihr einfach mal, wie eklig diese Puppe ist. Warte, hier, on. Plastik-Schraubschlüssel oder so. Ich weiß nicht, was die Person sich dabei gedacht hat. Vor allem diese Puppe, Alter. Die muss ich einfach nur wegnehmen. Das ist so ekelhaft. Wisst ihr, was hier dran klebt? So eine Gummihand. So eine Schleimgummihand. Das sieht man jetzt gar nicht mehr, weil ich die abgezogen habe. Aber ich zeige euch das auch mal. Von innen. Seht ihr diese Hand da? Ey, ich will nicht diese ekligen Bonbons essen. Nachher ist da irgendwas drin oder so. Was ist das, eine Clownsnase? Dann haben wir hier noch irgendwelche Lollis. Auch noch Grabsteine und Spinnennetze. Dann irgendwie solche. Was ist das? Kaugummi-Augen. Also die will ich nicht essen. Ich weiß nicht. Die sind ja noch eingepackt. Ich weiß auch nicht, von wem das ist, ey. Ich will nichts von Fremden essen. Welche Kaugummi-Augen? Das ist das Einzige, was relativ sympathisch aussieht an der ganzen Box. Warte, jetzt hier noch ein Keks drin. Was ist das? Ein Pechkeks. Wow, das ist sehr super nett von jemandem gemeint. Ich weiß nicht so ganz, ob diese Box so ein nettes Geschenk sein soll. Ich glaube eher nicht. Wow, guckt euch mal diesen Keks an. Das ist kein Keks. Was steht da drin? Heute ist nicht dein Tag. Morgen leider auch nicht. Morgen ist Halloween, ne? Meint ihr, es bezieht sich irgendwie auf morgen? Warte, hier ist noch was drin. Hier, ein USB-Stick. 16 GB. Wer tut mir so einen ekligen USB-Stick rein? Was macht der da drin? Der sieht so richtig eklig aus, dieser USB-Stick. So irgendwie so richtig alt und ranzig irgendwie. Was ist da drauf? Da ist sonst nichts mehr drin, außer diese komische Hand. Diese Plastikspinnen, diese komischen Gummiaugen. Die überall dran kleben und diese Totenköpfe. Also die Bonbons, egal ob das eine hier noch verschlossen ist, werde ich nicht essen. Und vor allem, einerseits wirkt die Box voll gruselig und auf der anderen Seite sind irgendwie so, weiß ich nicht, so seltsame Sachen einfach drin. Was ist das für eine Box? Aber was ich richtig komisch finde, ist, was ist auf diesem USB-Stick?
Ich weiß nicht, ob ich den öffnen soll. Schreib mir mal, ob ich den öffnen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob da ein Virus drauf ist oder so.